Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Mit Corona sieht man besser. Das ist inzwischen ein geflügeltes Wort und gilt für viele Angelegenheiten des Gesundheits-, Sozialwesens, der Wirtschaft und der Bildung. Wer aber vor Corona nicht gesehen hat, dass es dem öffentlichen Gesundheitsdienst schlecht geht, der ist ignorant und will es nicht wissen. Schauen Sie doch einfach einmal in das Gesetz zum öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Hessen. Ich zähle Ihnen jetzt nur in Kurzfassung die Aufgaben auf, die dieser Dienst zu bewältigen hat. Sie haben die gesundheitlichen Gefahren abzuwehren, übertragbare Krankheiten zu bekämpfen, Prävention zu veranlassen, den Ursachen von Gesundheitsgefahren nachzugehen, Einwirkungen aus der Umwelt zu bewerten, Hygiene zu überwachen, Infektionskrankheiten epidemiologisch zu erfassen, Aufsicht und Anerkennung der Berufe des Gesundheitswesens auszuüben, ärztliche Untersuchungen vorzunehmen und Gutachten zu erstellen. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, Ihr örtliches Gesundheitsamt und wie dieses alles diese Aufgaben leisten sollen. Lassen Sie uns einmal überlegen, was für ein Kreis von, sagen wir mal, zufällig 275.000 Einwohnern notwendig ist und was das für die Kommune bedeutet. Aktuell müsste dieser Kreis 65 Personen mit der Verfolgung von Kontakten Infizierter und der Überwachung von Quarantänemaßnahmen beschäftigen. Aber da hat das Gesundheitsamt nur eine gesundheitliche Gefahr abgewehrt und nur eine übertragbare Krankheit bekämpft, und das auch nur zu einem Aspekt. Die Kontrolle von Hygienevorschriften in Einrichtungen ist noch nicht dabei. Die Koordinierung der notwendigen Testungen ist noch nicht dabei. Wir haben ja heute Morgen über die Altenheime gesprochen, aber das gilt ja auch für viele andere Testungen, die jetzt nicht zufriedenstellend verlaufen sind. Wenn man hört von Leuten, dass sie 2 Wochen lang, 14 Tage lang warten müssen, bis sie das Ergebnis von ihrem Test bekommen, dann heißt das nicht, dass alles so gut funktioniert und dass alles nur einfach nur in Ordnung ist. Wenn wir hören, dass in Schulen Infektionen auftreten und nicht überall getestet wird und nicht durchgängig getestet wird, dann wissen wir, dass es einfach nicht funktioniert, so wie es heute Morgen wieder gesund gebetet wurde. Jetzt stehen aber auch die Einschulungsuntersuchungen im Gesundheitsamt. Das ist ein Großeinsatz für die Gesundheitsämter an. Wer soll das denn leisten? Hier, ich bin mal gespannt, was der Minister auf seine Ausführungen dann nachher dazu sagt, wie die Kommunen diesen Aufgaben nachkommen sollen. Auf die kleine Anfrage vom Kollegen Pürsün im letzten Jahr haben Sie bereits berichtet, dass damals schon im letzten Jahr die Gesundheitsämter nicht mehr alle in der Lage waren, die Schuleingangsuntersuchungen vollständig durchzuführen. Und ich habe es im Ausschuss gesagt, Sie haben ein völlig unrealistisches Gesetz hier im Landtag beschlossen. Sie haben Forderungen gestellt. Sie haben aber leider vergessen, die finanziellen Voraussetzungen dafür zu schaffen. Und das ist jetzt dringend notwendig. Immerhin hat der Sozial- und Gesundheitsminister schon erkannt, dass es Änderungsbedarf gibt. Diese Erkenntnis ist etwas mehr als die des Bundesgesundheitsministers, der den Gesundheitsämtern ja diese unerfüllbaren Aufträge gibt. Seine Aussage ist, dass der ÖGD als Arbeitgeber attraktiv sein muss, um entsprechend qualifiziertes Personal dauerhaft zu binden. Dem können wir gerne zustimmen. Nur folgt in seinem Papier zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes leider überhaupt nichts mehr dazu. Und gerade die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen des öffentlichen Gesundheitsdienstes stehen bereits seit Herbst 2019 in Tarifauseinandersetzungen mit dem Verband der kommunalen Arbeitgeber. Aber statt jetzt hier Druck aufbauen zu können, das bleibt ihnen gar nicht für eine bessere Eingruppierung, sind sie aber jeden Tag dabei, die wesentlichen Maßnahmen des Anti-Corona-Managements zu stemmen. Und ich bedanke mich bei Ihnen und den vielen anderen Beschäftigten der Gesundheitsämter, die schon zuvor eine tolle und viel zu wenig beachtete Arbeit geleistet haben und die jetzt verstärkt durch viele weitere Beschäftigte einen richtig heftigen Job machen. Vielen Dank für Ihren Einsatz. Eigentlich müssten Sie die Landesregierung mit Überlastungsanzeigen überziehen. Aber auch dazu haben die Kolleginnen und Kollegen keine Zeit. Und wissen Sie eigentlich, unter welcher Belastung die Mitarbeiterinnen stehen, physisch wie psychisch? Nein, auch hier wäre es mit Bonuszahlungen und Schulterklopfen nicht getan. Hier müssen die Bedingungen grundlegend verbessert werden. Das erwarten wir und Sie auch von dieser Landesregierung.
Gesundheitsämter finden keine Ärztinnen, weil sie als solche nicht bezahlt werden. Personal in diesen Einrichtungen kann nur gehalten werden, wenn die Kolleginnen die Überzeugung haben, dass sie sich nicht krank arbeiten müssen. Probleme mit der finanziellen und personellen Ausstattung, mit der abgehängten Digitalisierung überall im Gesundheitswesen sehen wir das gleiche Problem. Die Herausforderungen haben sich eindeutig erhöht in der Gesundheitspolitik, die Finanzierung durch Landesmittel allerdings nicht. Wenn ich jetzt auf meinen besagten Kreis zurückkomme, er hat bereits 3 Millionen € im Haushalt stehen, alleine für die Gesundheitsförderung. Und wo ist das bei den Landeszuwendungen abgebildet? Eine große Herausforderung, die aktuell die Gesundheitsämter zu leisten haben, ist die Kontrolle der Gemeinschaftseinrichtungen, die Versorgung mit Schutzausrüstung und die Entwicklung von Hygienekonzepten. Zu den Altenheimen haben wir vorhin schon gesprochen. Da gibt es auch Empfehlungen vom RKI. Anders sieht es aus mit Flüchtlingsobdachlosenunterkünften oder den sogenannten Arbeiterwohnheimen, die teilweise privat organisiert und der Verwaltung gar nicht bekannt sind. Die Infektionsraten sind dort massiv. So heftig, dass sich sogar die Bundesregierung endlich einmal durchgerungen hat, in der Fleischindustrie Reformen anzukündigen. Aber zynisch empfand ich schon die ganze Zeit die Hinweise auf Abstand halten als Regel und im Gegensatz dazu die Lebenssituation der Menschen in den Unterkünften, die nicht einmal ein eigenes Zimmer haben, sondern Bett an Bett schlafen müssen. Wie sollen Sie Abstand halten bei der Nutzung von Küchen oder eher Kochstellen, von Waschgelegenheiten in Einrichtungen, wo Dutzende Menschen auf engstem Raum leben? Warum wird erst nach einer Infektion dafür gesorgt, dass infizierte Menschen in ein leerstehendes Apartmenthaus ziehen können, dass Obdachlose ein Zimmer in einer Jugendherberge oder einem leerstehenden Hotelzimmer bekommen? Das ist eine zynische Politik, die die Risiken auf diejenigen abwälzt, die sich nicht wehren können. Und auch hier sind die Gesundheitsämter gefragt, in Absprache mit der kommunalen Politik für Lösungen zu sorgen. Dieser Landtag hat den Gesundheitsämtern einen schier unerschöpflichen Arbeitsauftrag gegeben. Er hat aber vergessen, der Exekutive den Auftrag zu geben, dass sie die Voraussetzungen dafür schaffen muss, diese Aufgaben auch auszuführen. Das muss dringend nachgeholt werden. Deshalb brauchen wir im Herbst diesen Jahres eine umfassende Anhörung im Ausschuss, die es ermöglicht, ohne dass ein Gesetzentwurf schon konkret vor sich liegen hat, ein vollständiges Bild von den Aufgaben und Bedingungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes zu machen. Lediglich eine Evaluation der Landesregierung, deren Ergebnisse nur Eingeweihten zugänglich ist und deren Auftrag einen engen Rahmen vorgibt, ist nicht hilfreich. Ich erwarte Ihre Zustimmung zu diesem Antrag. Schließlich ist das gesamte Gesundheitswesen im Lichte der Corona-Krise auf den Prüfstand zu stellen. Das hat gerade eine sicher uns nicht so verwandte Organisation, die Nationale Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina, festgestellt. In ihrer 4. Ad-hoc-Stellungnahme zeigt sie Maßnahmen auf, die zu einem robusteren Gesundheitssystem führen. Ziel muss es nach Meinung der Wissenschaftler sein, ein Gesundheitssystem zu etablieren, das mit Blick auf die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im hohen Maße anpassungsfähig ist und in dem öffentlicher Gesundheitsdienst, ambulanter und stationärer Sektor gut zusammenarbeiten. Diese Art Gesundheitssystem konnten die Ausschussmitglieder kurz vor dem Lockdown in Dänemark kennenlernen. Dänemark verfügt über einige richtig gute Voraussetzungen, insbesondere ein weitgehend steuerfinanziertes und fast komplett öffentliches Gesundheitswesen, ohne Private, eine umfassende Planung und Steuerung durch die Zentralregierung und die 5 medizinischen Planungsregionen mit demokratischer Legitimation, eine fortgeschrittene Digitalisierung des Gesundheitswesens. Dänemark hat in den vergangenen 10 Jahren eine umfassende Strukturreform im Krankenhaus- und Gesundheitswesen vollzogen und mit einem langen fachlichen und parlamentarischen Beratungsprozess. Ein wesentlicher Bestandteil ist die kommunalisierte Gesundheitsversorgung. Die Gesundheitszentren auch in kleineren Orten bieten einen wesentlichen Bestandteil der gesundheitlichen Versorgung. Und genauso muss hier auch das gesamte Gesundheitswesen nach Corona oder überhaupt auf den
Prüfstand. Nicht, weil es in der Krise versagt hat. Nein, es hat es nicht. Die Kolleginnen haben mit großem Einsatz und Engagement dafür gesorgt, dass vor Ort das Notwendige getan wird. Außerdem, und Frau das Böhm, ist wesentlich, bitte zum Schluss. Hat der Staat das Heft des Handelns in die Hand genommen und hat hier auch, und dieses Heft des Handelns muss weiter in der Hand behalten werden. Es kann nicht sein, dass Krankenhäuser an der Börse gehandelt werden, dass Private Equity Fonds in Altenheime investieren, weil sie dort 14% Rendite erhalten. Sorgen Sie dafür, dass wir einen gut aufgestellten Gesundheitsdienst haben zum Wohle der Bevölkerung. Danke schön.